Live und vor allen Dingen die schwerste Rolle des Abends, nämlich einen Opener zu machen. Ja, immer die saure Gurken umgezogen. Ne? Trotzdem absolut top. Und deswegen nochmal einen Riesenapplaus für Peter und Frank. Schön. Die Sprachabbildung ist super kennt. Genau. Ich hoffe, dass viel Glück reinkommt. Das hoffen wir natürlich alle, denn das ist heute Abend eine Benefizveranstaltung zugunsten des Vitalvereins. Und das heißt, die 5 Euro, die ihr vorne an der Tür abgedrückt habt, die gehen 1:1 an den Vitalverein. Und der Vitalverein, das ist eine ganz witzige Geschichte. Das heißt einfach, Menschen, die ja, irgendwann mal so nicht nur einen Schicksalsschlag, sondern vielleicht auch einen Hirnschlag oder irgendwie auf irgendwelche anderen Arten einfach aus dem Leben, das sie sonst geführt haben, rausgerissen worden. Die werden vom Vitalverein wieder mobilisiert und aktiviert. Und einer, der ist nicht nur für den heutigen Abend, sondern auch für den Vitalverein verantwortlich, muss man einfach so sagen, das ist der Marci. Ja. Wie heißt das schön? Er hat sein Netzwerk genutzt. Hat gesagt, Mensch, liebe Musikerkollegen, wir müssen mal ein bisschen was tun, weil ich bin nicht der Einzige, der ins Scheiße geht. Da gibt es noch 2, 3 andere. Und deswegen habe ich diese Mucke hier ins Leben gerufen, mittlerweile zum 3. Mal. Ich bin ganz sehr stolz, dass ich das wieder moderieren darf mit meinem Freund Steffen. Und dem gebe ich jetzt einfach mal das Mikrofon. Also, ich will mal sagen, es ist jetzt 10 Jahre her, als ich mein Eck da hinten verlassen habe und Glas und Mikrofon in die Ecke gesteckt habe und so mich in den Rollstuhl gesetzt habe. Und einmal im Jahr ist es soweit. Da geht der Mann mit der Hand und nimmt einmal das Mikrofon. Aber hat euch sehr viel Hilfe mit. Die steht neben hinter mir und vor allem davon, das sind zum Beispiel 5 Mann vom Schichtwechselteam, Entertainment-Team, die hier Ton und Licht mitmachen. Also die haben echt mal nur Applaus verdient. Die 5 Fans heute fand ich 5 Fans und die 2, die ausgeholfen haben, Peter und der Frank, den über diese Bühne zu jonglieren, drüben rein und auf der anderen Seite raus. So, und dann durch mein persönlicher Springmeister hier neben mir. Und das Schlagzeug hat eine Firma hergestellt, Cube. Personal Drums hat als Schlagzeug hingestellt und auch hier ein bisschen Werbung aufgehängt. Und ich denke, der Dirk, der uns schon voriges Jahr vertreten hat, würde voll, also da die Trommler hergestellt hat, also das ist wirklich voll, was man versagen muss, damit hoch. Also ich übergebe meinen Springmeister und bis nachher war ich an der Konzerve. Konzerve ist ein gutes Stichwort, Marci. Das heißt, du lässt jetzt mal ganz langsam die Mucke anrollen hier. Denn hinter mir wird umgebaut, und seid ihr schon soweit? Ihr müsst mir dann immer mal ein Zeichen geben davor. Ne? Weil als nächstes haben wir eine Band, die habe ich, ach, weiß ich, vor einigen Zeiten schon mal kennengelernt. Und mittlerweile haben sie einen richtig guten Ruf. Ich habe es das letzte Mal zum Spitzenfest erlebt, im Lichthof, die Logo Rockband. Und da kann man wirklich sagen, dass der Name Programm, weil das Logo ist rockt. Aber bevor es soweit ist, bevor die Jungs hier die Bühne entern,
macht der Marci das, was er kann, nämlich Musik aus dem Konzert. Feuer frei.